So, so, YouTube. Neuer Tag, neues Glück. Willkommen zu City Skylines, wollte ich gerade sagen, weil wir drüber geredet haben. Willkommen zu Worker and Resources. Unser Cargo-Lager ist fertig. Also Straßenstation, um die Lager zu befüllen. Und das hier ist fertig geworden. Da müssen wir uns drum kümmern. Und es kommt, wie es kommen muss. Kaum hat man diese Station fertig und hat hier Gabelstapler geholt, fällt einem auf, man braucht Treibstoff. So, jetzt fällt einem auf, wir haben ja sehr viel Treibstoff. Und jetzt haben wir zu wenig Wagen, die uns halt das Öl oder Benzin umherbringen. Und ich habe die Übersicht verloren. Das heißt, wir müssen jetzt alle Wagen, die irgendwo irgendwas ausliefern, erstmal zurückrufen. Zum Beispiel ihn hier. Und sagen, ab ins Depot und von der Linie entfernen. Wir wollen die Linie nicht mehr. Genau das gleiche hier. Ich glaube, hier ist auch einer nur verbunden. Bin mir aber nicht sicher. Okay, der ist auch nur für da. Der liefert nicht die anderen an? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ja, okay, dann können wir die lassen. Ich dachte, das haben wir noch nicht. Ah ja, okay, das habe ich schon gemacht, dass das getrennt ist. Das ist gut. Das habe ich hier unten nämlich nicht gemacht. Und das ist noch ein kleines Fahrzeug. Und das fährt hierhin zum Beispiel die Sachen nicht an. Den würde ich mal aus dem Komplettverkehr nehmen. Den würde ich komplett verkaufen. Und dann haben wir hierhin, glaube ich, noch keinen mehr dadurch. Ja, das war zu viel für eins oder zwei Personen, nicht? Okay. Dann kaufen wir neue. Öl heißt dann Flüssigkeitstank. Gesamtkapazität. Wir holen mal drei. Ja, unser Geld hat sich ein bisschen stabilisiert, nicht? Also ich habe jetzt noch durch den Autoimport gerade so ein bisschen Plus-Minus-Schwankungen. Wir bauen sehr wenig, aber wir sehen, letzten Monat haben wir zum Beispiel nur minus 10.000 gemacht. Wovon ein Großteil der Arbeitskräfte, glaube ich, noch von hier war. Ja. Den können wir also zum Beispiel auch mal hier nehmen. Ah ne, der steht still. Sehr gut. Aber hier müsste noch einer fahren irgendwo. Genau. Der ist gerade leer. Sehr gut. Wo ist er denn? Der steht hier mittendrin. Und dich wollen wir da auch nicht mehr haben. So. Man sieht schon, also das Große ist auf jeden Fall schon wieder überfordert, nur damit wir Öl und, ich weiß gar nicht, was machen die denn? Treibstoff? Du bist doch noch voll. Wo fährst du denn lang? Achso, da, weil da nichts verbraucht wird, nicht? Ja, das ist auch so eine Sache. Wir brauchen ein Distributionsbüro, damit der hier nicht mehr voll hinfährt und nichts abholt. Weil eigentlich ist ja unnötig. Und obwohl die vier Einfahrten haben, wird immer nur eine genutzt. Manchmal zwei. Hat hier gerade jemand gehupt? Hallo?
Letzte Chance zum Kauf, ja. Man hat gar nicht so viel Geld. Also selbst einen Zug hier zu kaufen, der kostet 1 Million, glaube ich. Das können wir erstmal vergessen. So, sind alle da. Okay. Also, wir brauchen einen, der die Gebäude hier anfährt. Dazu zählt das hier. Das hat gar nichts mehr drin. Vielleicht wurde es nie angesteuert. Die brauchen kein Öl. Das heißt, der, das Ding braucht nicht. Die brauchen auch nicht. Aber du brauchst. Okay, das ist ein Job für einen alleine. Nicht? Du holst 1, 2, 3, 4. Dann können wir den zur Not noch erweitern. Der belädt sich mit 100% Benzin. 1, 2. Drei, vier. Fünf, sechs. 7, 8. Eigentlich müsste ich hier jeweils 25 machen, nicht? Ups. Machen wir das doch. Dann ist der nämlich schon fertig. Und kann schon mal starten. Jetzt ist die Frage... Das ist schon sehr weit weg. Der muss ja eh hier hinten hin. Und hier ist nicht so voll. Ob es vielleicht cleverer wäre. Man kann die Sachen hier leider nicht umsortieren. Das nervt mich so ein bisschen. Das hätte ich noch gerne. Gibt es da vielleicht irgendwo einen Haken? Und dann kann man die umsortieren. Halt hinzufügen, halt löschen. Ja, das wäre auf jeden Fall noch eine coole Sache. Ich glaube, es würde Sinn machen, wenn der hier hinten hinfährt und nicht sich hiermit anstellt, nicht? Das heißt, er fängt eigentlich hier an. So, beladen. Dann sagen wir... Ach, die muss er ja noch ansteuern. Oh, die habe ich vergessen. Okay. Die kriegen 10 jeweils, weil die müssen nicht so viel fahren. So, das heißt, er fährt hier rauf. Dann fährt er da rauf. Entlädt auch nochmal 10. Dann fährt er dahin. Entlädt auch nochmal 10. Dann fährt er dahin. Entlädt auch nochmal 10. Ja, die habe ich komplett übersehen. Gut, dass wir das nochmal neu gemacht haben. So, dann haben wir das schon mal. Dann fährt er hier nirgendwo ran, dann fährt er hier hin. Oh, und das habe ich übersehen. Das heißt, er fährt da und da hin, ja. Dann fährt er das an. Und dann fährt er das an. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So, die Baubüros brauchen nur 10 auf jeden Fall. Die technischen Dienste brauchen 20. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Da kriegen die Baubüros 15 jeweils oder so. Warte mal, dann machen wir das Baubüro auch auf 15. Dann machen wir die technischen Dienste auch auf 15. So. Und dann haben wir, glaube ich, alle auf dem Zweig abgedeckt. Okay. Das gefällt mir. Das heißt, um den oberen Zweig muss ich mich nicht mehr kümmern. So. Jetzt haben wir einen... Wenn der da hinten das holt, das dauert auch zu lange. Der muss sich hier beladen. So, dann entlädst du hier...
30%. Dann entlädst du hier 10%. Dann fährt er hier runter und entlädt 30%. 30, 40, 50, 60, 70. ...85... und du kriegst die restlichen 50... 15, so 30, 60, 70... 100. So, habe ich was vergessen? Hier gibt es keinen Zulieferer. Das ist unser Abrissbüro, das haben wir gestern noch gebaut. Die Feuerwehr auf dem Weg kriegt noch was. Hier die... Und dann würde ich sagen... Starten wir. Dann fährt er nämlich hier rein, dann fährt er hier wieder raus, dann fährt er hier kurz rauf, dann fährt er die an, dann das und zurück. Das ist lang genug der Weg. Könnte sein, dass wir hier auf lange Sicht zwei Autos brauchen. So. Jetzt bauen wir einen, der nur sowas wie Feuerwehr und Co. ansteuert. Obwohl wir jetzt hier noch gar nicht so viel Gebäude haben. Ah doch, die Tankstelle. Die kriegt 30. Das heißt, erstmal muss er sich beladen. Ich würde auch sagen, der belädt sich aber hier hinten für die Stadt. Dann entlädt er hier 30%. So. Dann Polizei braucht etwas. 20. Feuerwehr. 20, obwohl die ja gar nicht so viel verbrauchen. Krankenwagen, der braucht auf jeden Fall 20. 30, 40, 50, 80, 90. Dann sind wir eigentlich... schon echt gut weg, nicht? Gibt es hier noch ein Gebäude, was was braucht? Also die werden nochmal separat gemacht jetzt von mir. 30, 40, 60, 70, 80, 90. Dann kriegt die Klinik 30. So. Und der darf starten. Gibt einen neuen Hubschrauber, interessiert uns aber nicht. Und dann nehmen wir ihn, aber er kann sich hier vorne das holen. Obwohl da echt voll ist, nicht? Dann hier ist echt nichts los, dann belädt er sich hier. Beladen Benzin. Und dann wird hier einfach erstmal, weiß nicht, 40, 40, 40, ja, so. Weil der muss nur die drei aktuell ansteuern, nicht wahr? Ja. Aber wir erweitern die Stadt ja. Das ist also eine Investition in die Zukunft. Das heißt, die kriegen dann auch Strom, Gas. Und jetzt können wir nämlich dann denen sagen, von hier nach da, wir möchten bitte nur beladen. Hier kann hier kein Fleisch hier beladen werden? WTF? Ja, natürlich. Warum kann ich das denn nicht auswählen? Das ist ja merkwürdig. Kann die im Mod das nicht? Ey, wenn die jetzt im Mod das nicht kann. Oh nein, dann müssen wir die abreißen. Und gegen eine andere ersetzen. Aus dem Spiel selber. Oh nein. Das wäre kacke. Oh nee. Oh Mann, deswegen hasse ich persönlich Mods. Nicht wahr?
Geschäft, Gabelstapler. Schuhe, Tankstelle. Container-Monument, Ladestation, boah. Die kann kein Fleisch. Das ist doch beschissen. Wirklich. Oh, das ist richtiger Müll. Oh, Mann. Bei dem Spiel, das kann, dachte ich, der aus dem Mod kann das automatisch. So ein Dreck, Alter. Mann, da habe ich gestern nicht mehr hingeguckt. Oh, das ist echt kacke. Gut, wir holen hier mal noch zwei Bagger. Zwei davon. Die haben einen Bus, ich weiß gar nicht, ob die einen brauchen. PKW brauchen die nicht. Und noch einen dritten Müllwagen. Oder einen vierten, so. Dann haben wir nochmal eine Ausgabe gehabt, nicht? Aber dann ist das Wahnsinn. Oh Mann, und ich dachte schon, es ist fertig. Ja, das gleiche Spielchen könnte uns hier drohen. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Also an sich kann ich hier rüber bauen. Aber ich vertraue dem Braten nicht so ganz. Ob man nicht irgendwie nur da ranbauen müsste. Bin da ein bisschen unentschlossen. Auch so ein Mod-Ding, was eher schlecht als recht funktioniert, würde ich sagen. Hier müssen wir wieder zirkeln. Ah, das ist nicht... Okay, wir dürfen nur bis zu dem Punkt da. Müsste es gerade werden hier. Komm. Komm, werd gerade. Komm. Du willst es doch. Mann. Dann so rum und dann... Dann will er nämlich nicht. Weird. 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 Okay, wir können ihn ja fahren lassen im Hintergrund. Was er hier mal abreißen will aus Versehen, wenn ich das hier wegnehme, nicht? Dann markiert er das, obwohl ich das nicht will. Das hat mich schon bei Machine Gun ein bisschen genervt. Dass man manchmal nicht die Kontrolle über das hat, was man wirklich machen will. Und das hier will ich sicher nicht machen. Also. Das hier würde ich gerne machen und das klappt dann nicht. Das wäre super smart, wenn das so aussehen könnte. Wird ja auch noch ein eckiges Ding akzeptieren, aber das mag er halt auch irgendwie nicht. Hier hat er lange gehalten. Okay, versuchen wir es mal, indem wir den hier nach hinten zimmern. Dann zuerst ihn hier. Schwierig. So vielleicht. Probieren wir es einfach mal. Ich meine, theoretisch muss da keiner hinfahren, außer eine Feuerwehr.
Oh Mann, da baue ich eine Ladestation und dann gehen 50% der Ladestation nicht. Mann! Das ist doch Scheibenkleister, sowas. Mann, das ärgert mich richtig. Das ist ein Pech, sage ich euch. Okay, Spieltitel hatte ich geändert. Eigentlich brauche ich hier auch keine Arbeiter mehr hinfahren, nicht? Weil das muss ich erst machen, wenn es, glaube ich, wieder soweit ist. Das Problem ist, ich kann den hier nirgendwo abstellen, oder? Ich könnte den Bus hier hinfahren lassen. Also die Frage, wo ist es? Bist du das gewesen? Dann kriegst du das da als neues Heimat. Ich meine, das Spiel macht eine Sache richtig, nicht? Es hat viel weniger Autos als City Skylines. Viel weniger Einwohner am Anfang. Aber ich meine, theoretisch hast du Baufläche, glaube ich, die ist größer. Also wenn man mal sieht, wie wenig ich gerade für 1000 Leute bebaut habe und ich habe nicht eng bebaut und ohne Industrie großartig. Das sind 1000 Leute auf kleinen Häusern. Und wenn ich später eine Platte setze, habe ich auf der Fläche 2000 Leute. Wenn nicht mehr sogar. Je nachdem, wie ich die setze, nicht mit Bäumen dazwischen oder nicht? Ich glaube, deswegen hat es früher auch immer funktioniert, weil die Häuser halt wesentlich höher skaliert waren, nicht? Ich hatte sehr schnell 5000 Leute. Deswegen hatte ich auch überall Jobs und hatte nicht so die Probleme damit, dass ich keinen übrig hatte für die Industrien. So, wo ist denn der hier? Hast du gerade 30% in die Tankstelle schon gebracht? Oh, warten bis leer ist da an. Ja, das ist nicht gut gewesen. Oh, habe ich aus Versehen angeklickt. Gut, dass wir geguckt haben. Warte mal, dann bitte zur Tankstelle. Hier wird wichtiger. Die anderen Sachen habe ich ja gerade gescheckt, die wären voll. Dann lassen wir den jetzt zweimal zur Tankstelle fahren. Und dann ist hier ein bisschen was drin wegen Sinn. Wenn auch nicht viel. So. Sehr gut. Hier ist noch drin. Hier ist drin. Und hier kommt hoffentlich auch nach und nach jetzt rein. So, was wir aber mal machen könnten, auch wenn es doof ist, weil die dann durch die Stadt müssen. Hier müssen sie ja. Doch, müssen sie gar nicht. Könnten denen zu lange eine Umgehungsstraße bauen. Ja, wunderbar. Dann können die nämlich weiterhin hier hinfahren und dann sollen sie mal die Straße hier bauen. Und danach mal die hier. So, inzwischen machen wir übrigens 6.000 bis 7.000 im Monat, geben theoretisch 11.000 aus. Da bin ich mal gespannt in diesem Monat, wie viel das wird. Weil letzten Monat haben wir noch Autos gekauft für das Abrissding natürlich. Dafür kann das Abrissding jetzt viel schneller abreißen. Was es natürlich nicht abreißen kann, ist, wenn keine Straße mehr dran ist. Ja.
Dafür haben sie die anderen Sachen weg. Achso, und da muss ich nachträglich nicht, wenn sowas war, muss man sagen. Kein Abrissbüro in Reichweite? Ach, weil das nur Einfahrt ist, nicht? Das braucht auch Ausfahrt. Ja. Okay. Und dann setze ich das auch umgehend in Bewegung. Perfekt. Die Bagger werden dann transportiert mit den LKW. Das geht wesentlich schneller. Und wir können hier mal anfangen. Das wäre, glaube ich, noch eine Sache, die wichtig wäre. Wenn wir hier nach und nach zumindest... die Straßen befestigen. Falls es brennt, kann dann die Feuerwehr besser durchfahren. Okay, der hat einen extra Anschluss. Erstmal alle extra Anschlüsse von hinten nach vorne. Das ist ein extra Anschluss. Der hat einen besonderen Anschluss. Da haben wir, der hat noch extra. Und die haben wir. Sodass die Hauptstrecke erstmal noch nicht beeinträchtigt ist. Oh. Okay. Der Abriss sollte eigentlich recht schnell gehen. Wenn sie denn erstmal da sind. Auch ein bisschen dumm. Das war teuer, das zu bauen. Ärgert mich jetzt im Nachhinein. So. Also solange der hier nachher rüberfahren kann, ist das alles okay, denke ich. Warum sind die eigentlich nicht alle in einer Farbe? Oh. Und wie kriegen wir immer mehr Schüler als Einwohner? Müllcontainer sind überfüllt. Ja, warum? Ja, weil wir hier eigentlich ja das erweiterte Mülldepot jetzt bauen wollten. Das kann ich nicht, solange das hier nicht fertig geplant ist. Dass sie nicht auch wieder abgeholt werden mit Fahrzeugen, ist komisch. Ich finde es auch sau cool, dass man halt die Sachen, die man falsch baut, abreißen muss. Und die Sachen abtransportiert werden. Ich liebe diesen Detailgrad. Das haben halt ganz wenige bis gar keine anderen Spieler halt. Ja. Du. Es braucht. Wenigstens ist der Bauschutt fast weg.
Dann kommen schon der erste Wagen wieder zurück. Gut, dass wir vier haben. Sonst hätte das ewig gedauert. Ja, so langsam kommt hier auch wieder Bönchin rein. Wir lassen ihn gleich zweimal zu dieser Tankstelle hier fahren. Ich meine, der könnte die hier auch noch mit ansteuern. Wow, hast du dir gerade Benzin daraus gesnackt? Mann. Brauchen die hier überhaupt? Brauchen gar nicht, oder? Dann kann der eigentlich gleich nochmal zur Tankstelle. Dann den kleinen Weg abfahren und dann direkt wieder zurück. So. Dann sind hier wenigstens wieder 10 Tonnen Treibstoff drin. Komm, noch ein bisschen Metallschrott. Und ich dachte, wir wären da schon fertig, nicht? Gesundheit verändert sich auf jeden Fall. Lebenserwartung 87 Jahre. Wow. Gut, ein Arzt hier ist halt auch zu wenig, nicht? Hier hinten hätte auf jeden Fall ein Arzt noch hingemusst. Vielleicht hier mitten rein oder so. Hier an die Straße. Hier könnte noch ein Arzt hin. Aber der ist da und dann da. Eigentlich hier vielleicht eher. Ich muss die Bäume hier nochmal neu planen, oder? Das sieht mir... sind zu viele. Okay, kann ich noch nicht setzen wieder, glaube ich. Oh, hier ja, hier nicht. Dann müssen wir warten. Haben wir zu viele Pappeln. Man sieht ja die Statue gar nicht. Da, so, jetzt sind wir fertig. Oh Mann, das mit den Straßenstationen ist aber echt assig. So, und die, die hier durchfahren, die sind nämlich nicht einspurig. Das ist Kacke. Das würde nämlich jetzt nicht passen mit dem, was ich geplant hatte, nicht? Ich meine, grundsätzlich geht das so hier. Irgendwie ist halt doof, nicht? Ob wir im Workshop eine andere kriegen würden? Ich guck mal nebenbei kurz im Workshop, während die hier den Rest bauen. Ob wir eine Straßenladestation mit Fleisch kriegen, die Ein- und Ausfahrt hat. Das kann ja gar nicht sein. Ah, die ist auch, die wir runtergeladen haben, die ist halt zu 80% genau das, was man will. Und genau in diesem einen Fall, wo man Fleisch liefern will, funktioniert die nicht mehr. Weil die auf irgendwelchen alten Sachen basiert. Wie heißen die Sachen? Ich kann nochmal gucken, das Ding heißt Road Cargo. Okay, Road Cargo. Was haben wir denn da? Natch Road Cargo Station. Road Cargo Station. Mm.
Die ist nicht mirrorbar. Man kann es nur drehen. Okay, Road Cargo Platform. Eine Road Cargo Station. Die hat aber nur einen Ausgang. Die wäre nichts für uns. Road Cargo Road. Five Stop Cargo Station in und out nach vorne. Nee, die ist zu groß. Ist zu riesig. Die brauche ich nicht. Conveyor. Small Cargo Station. Nee, will ich auch nicht. Large. Mittellarge wäre schon okay. Two-way. Cargo Station. Ich guck mal, ob ich da drunter was finde. Tiny Cargo Station. Oh, die. Oh, die Tiny Cargo Station. Okay, verstehe. Die abonniere ich mal. Die macht auf jeden Fall Sinn. Large Cargo Stations gibt es hier noch. Die haben nur eine Einfahrt. Das ist doof. Ja, nur die, die ich habe, die... Ja, müssen wir es umbauen in der Stadt. Bleibt ja nichts übrig. Also es gibt keine im Workshop. Die ich jetzt sehe, die das hat, was wir bräuchten. Combined Cargo, Small Fire Station, die gibt es inzwischen ja auch. Nee. Nee. Oder Gas Stations noch neue. Ich glaube, die haben wir aber schon teilweise drin. Small Polys, Solar Power Plant brauchen wir eh nicht. Bus End Stations brauchen wir, glaube ich, auch erstmal nicht. Small Bus Stations brauchen wir auch nicht. Nee, jetzt hier kommen eher Züge, Flugzeuge, das nicht mehr mit Straße. Okay, ein Stau. Ja, das ist okay. Der Stau ist ja erwartet, weil wir kein Holz mehr haben. Oh, ich habe nicht aufgepasst. So, ihr dürft wieder fahren. Wir müssen Holz nachproduzieren. Geht das schon? Ah, die Straßen sind sogar schon fertig hier. Oh ja, das ging ja richtig fix mit den Straßen. Wow. Das ist ja krass. Okay, letzten Monat haben wir minus 13.000 gemacht. Das ist okay. Davon können wir noch 3.000 einsparen. Export lag bei... Ja, der wird jetzt erstmal einbrechen. Bei 6.000 rum. Wir könnten noch ein, zwei Wasserdinger dazu nehmen, nicht? Ist auf jeden Fall okay. Ja, dann kaufen wir noch zwei Wassertrucks. Und verkaufen wir noch mehr Wasser. Und wir brauchen Müllabfuhren. Ah, und hier brauchen wir jetzt eine Straßenladestation. Ah, dann nehmen wir aber trotzdem die 6er. Am liebsten hätte ich die ja so, nicht? Und das geht dann nicht. Höchstens so. Oder ich stelle die schräg. Warum nicht? Kann auch nicht schlechter sein als gerade, nicht wahr?
Vielleicht vom Winkel her hier ein bisschen mehr Abstand. Ja, so ist ein bisschen besser. Eigentlich wäre noch mehr Abstand noch geiler. Aber hierhin fährt ja auch sonst nichts. Nicht, dass die sich nämlich nachher gegenseitig blockieren beim Ein- und Ausfahren. Ja, das ist doof, wenn hier das so rankommt. Ja, das ist jetzt alles von vorher geplant, nicht? Shit. Das passt halt jetzt nicht mehr. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Did not work as expected, oder wie man so schön sagt. Aber so ist halt das Leben, nicht? Schenkt das Leben dir Zitronen, mach Zitronensaft drauf. Ja. Toller Spruch. Du mich auch Leben. Schenk mir doch einfach eine Million Leben. Brauche ich auch keinen Zitronensaft machen, dann kann ich ihn kaufen. Ja. Aber so funktioniert es halt nicht. So. Ich glaube, so ist erstmal okay. Und dann können wir gleich hier die neuen technischen Dienste mit einplanen. Und das wird ja das zentrale Ding. Abrissbüro. Gratis. Nee. Sprengstoff. Zementwerke, ja, das müssen wir alles noch bauen, nicht? Sofern wir nicht pleite gehen vorher. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Taktik, wenn wir pleite gehen, wie wir Geld kriegen. Dann müssen wir wirklich anders anfangen. Da, technische Dienste. Werkstatt haben wir, Depot haben wir. Wir wollten gleich das große mit 15 Fahrzeugen, nicht? Was anderes würde gar keinen Sinn machen. Und die würden nämlich, glaube ich, ganz gut sich hier machen. Und dann lassen wir die Straße hier nämlich wunderbar schön zusammenlaufen. Das ist doch hässlich so. Das ist mir zu viel Abstand. Eigentlich will ich die... Ja, so ein Abstand wäre okay. So. Da haben wir hier eine Innenstadt... den technischen Diensten. Hier drum kommen jetzt nochmal Versorgungsgebäude wie Krankenhaus und Co. Ich meine, der Laden schafft locker alle Leute. Nahrung. Okay, hier sollte auf jeden Fall noch ein Nahrungsladen hin. Ich guck mal kurz. Naja, das war nämlich eigentlich geplant mit der anderen Ladungsstation. Dass noch ein Laden nach hier weggeht, das kann ich jetzt natürlich vergessen. Eigentlich ist die Ladungsstation jetzt total wieder überflüssig. Sie ist nur dafür da, dass wir die... dass wir die Entladung nicht immer hier hinfahren lassen, unnötigerweise, wenn das hier noch voll ist. Dass die nur dahin fahren müssen. Solange wir kein Distributionsbüro haben, wäre das nämlich die Taktik. Warten bis leer und erst dann fahren sie los. Nur dafür brauchen sie eine eigene Station, damit die, die beladen, nämlich nicht hier blockiert werden. Ich meine, beim Fleisch wäre es jetzt nicht so wichtig. Das könnte so bleiben. Aber bei dem wäre es natürlich wichtig, dass die Sachen... Ich meine, den einen habe ich hier stehen gelassen, nicht? Der fährt nicht.
Aber ihr blockiert halt einen Platz. Und dadurch kann kein anderer stehen. Oh, die Straße ist fertig. Das ist ja schön. Oh, das geht ja echt rasantikus. Ja, dann bitte hier einmal in drei Abschnitten diese Straße zimmern und solange... Warte mal, wir können doch hier in diesen schönen Parallelmodus, auch wenn es nur die Teststraße ist, und sagen... Ja, geht hier einmal drumherum solange. Und dann kann ich hier die doch schon mal wieder wegreißen. Schön. Dann renaturiert sich das. Apropos Renaturierung. Wir haben noch ein paar Pappeln weggerissen. Bup, bup. Manchmal ist es zu schnell beim Zoom. Die wollte ich hier wieder hinsetzen, nicht? Komm. Pappel. Du willst doch auch dahin. Pappel. Mann. Noch nicht renaturiert genug. Ich kann nichts setzen. Ah, mit den Bäumen gefällt mir langsam. Das ordentliche Viertel. Wir hätten hier auch noch einen Zaun drumrum bauen können, nicht? Dass das wirklich so edel aussieht. Hm. Naja, beim nächsten Mal. Die Straßen müssen wir auch noch nach und nach ausbessern. Und hier kommt langsam wieder Holz rein. Perfekt. Sehr schön. Ich meine, Holz ist ja genug da. Genau, der Bus kann jetzt nicht fahren. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Weil bis hierhin kommt er und dann wartet er hier erstmal. Das ist okay. Ich meine, Holz ist genug da in den drei Außenlagern. Ich meine, hier sind auch genug Bretter drin, aber ich glaube... Aktuell kommen nicht permanent Arbeiter rein, da reichen die paar hier. Und die sind echt gut beschäftigt, nicht? Aber es passt soweit. Ja, hier, die stocken nämlich schon. Das ist Boden wiederherstellen. Interessant. Hm. Gebäudeinfrastruktur auswählen Werkzeug. Ach, klonen ist das. Ah. Ah, man kann sogar ein gesamtes Gebiet... Oh. Warum verstecken die das denn im Landschaftsmodus? Das heißt, wenn man sagt, oh, das ist eine coole Ecke, dann kann man die kopieren und einfach nochmal hier hinten hinsetzen. Kann man die abspeichern? Dann könnte man sich fürs nächste Mal Presets ablegen. Boah, das wäre cool, wenn das reinkommen würde. Wow. Das wäre was. Connect to Pieces. Da kommen manchmal Sachen rein, die man nie nicht mitkriegt am Rand.
Okay. Aber wir halten uns jetzt richtig lange auf 1,2 Millionen, nicht? Das ist vorher ja rasant runtergegangen. Das ist sehr, sehr gut. Und hier muss ich immer aufpassen, dass die Lager nicht leer laufen, weil wir die Autos nicht fahren lassen. Ich glaube, nur der eine fährt. Muss eigentlich eine Kiesstraße? Kann man die erweitern? Können wir kurz gucken. Wo ist denn eine Kiesstraße, wo ich mal testen könnte? Wo es nicht schlimm wäre, wenn die weg wäre. Hier vielleicht. Wenn ich die hier drauf mache. Das ist nur eine Erweiterung, nicht? Shit. Ich will eigentlich den Bau abbrechen. Shit, ich hätte speichern sollen. Nee. Ich will ja nicht bauen und ich will es nicht abbrechen. Ist ja kacke. Okay, das wäre noch cool. So, ich will aber nicht abreißen. Ich will auch nicht bauen. Okay, jetzt ist es in einer ganz komischen. Okay. Das heißt, man kann Kiesstraßen überbauen, die anscheinend dann nur asphaltiert werden, aber man kann nicht sagen rückgängig. Okay. Hätte ich vielleicht nur mit dem Stück hier machen sollen. Na ja, gut. Kiesstraße bauen geht ja schnell. Ah, mit dem Stück hätte ich es machen sollen. Das wäre noch besser gewesen. Neuer Bus verfügbar. Ja, das interessiert mich alles erstmal nicht. Die brauchen sie aber lange für. Da Arbeitskräfte fehlen. Ziegel und Stahl. Stahl kommt. Ziegel kommen. Stahl ist da. Noch fünf oder sechs Ladungen Ziegel. Da kommen schon mal zwei. Ich meine, in dem Spiel funktioniert das besser als in echt, nicht? Die liefern Ziegel ab und dann holen sie das nächste, was gebraucht wird. In Wirklichkeit würden die da erstmal rumstehen Tage und diskutieren, ob sie das richtige Baumaterial dabei haben. Noch zweieinhalb Ladungen. Da ist noch eine. Stau. Oh. Shit, jetzt weiß ich nicht, wo Stau wäre. Wahrscheinlich hier hinten. Ah, der kann auch nicht weiterfahren. Ja, gut. Das ist nicht so wichtig. Der andere müsste doch aber Arbeiter hier hinbringen, der Bus. Nicht Bretter wieder. Sehr schön, dann ist das nämlich schon mal fertig. So, das bauen wir auch. Danach das. Und dann die beiden Hauptdinger. Dann sind wir fertig. Da habe ich auf jeden Fall ein besseres Gefühl, dass die hier nicht durch kriechen müssen, die ganzen Fahrzeuge. Ja, hier kommt auf jeden Fall zu wenig rein. Wir müssen, glaube ich, auf die eine Route mehr reinpacken. Hier ist ja genug drin.
Gut, weil die halt kaum fahren gerade. Dann machen wir das mal so, dass wir sagen, hier 10. Achso, das ist der mit der Klinik. Ja, komm, die Klinik braucht, die braucht nur 10. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dann können die hier 60 kriegen. So. Ich glaube, das ist besser. Du bist doch noch voll. Dann fährst du jetzt direkt zur Tankstelle. Ich finde halt super klasse, dass man diese Routen einrichten kann, aber auf die Routen halt 100% Steuerungsmöglichkeit hat, nicht? Also, während das Auto hier ist, kann ich die Route verschieben und sage, fahre dahin und dann macht er das. In anderen Spielen, dann müsste erst das Auto ins Depot oder du musst es von der Route zuweisen, dann fliegt es auf magische Weise ins Depot zurück. Und sowas hast du hier alles nicht. So Magic Disappearance, was auch in City Skylines ist, weil irgendwo ein Megastau ist, was das Spiel merkt, oh, ich habe da was falsch berechnet oder kann man sich nicht auflösen. Autos verschwinden einfach. Sowas gibt's hier nur im äußersten Fall, wenn du manuell sagst, bitte teleportiere das zurück, weil, und das auch nur, wenn ein Stau ist, geht das, glaube ich. Das finde ich dann okay, nicht? Damit das nicht irgendwie ein komplettes Problem gibt. Meistens ist es, wenn man zum Beispiel eine Straße wegreißt hinter einem Fahrzeug, kann in dem realistischen Modus eigentlich gar nicht passieren. Außer man reißt zum Beispiel hier so eine Straße weg und hier drauf ist gerade ein Auto. Normalerweise verhindert der das, aber wenn es zum Beispiel gerade hier drin ist und man reißt die Straße weg, wird er nicht mehr rauskommen und dann braucht man vielleicht genau dieses Auto, um die Straße zu bauen. Dann kann man es halt zurücksetzen lassen. Wenn so ein Fragezeichen dran ist. Das ist schon okay. Dass es dann teleportiert wird, nicht? Aber sonst gibt es sowas eigentlich nicht. Bei City Skylines verschwinde ja an jeder Straßenkreuzung ganz gerne. So ist halt ein bisschen schade. Und selbst wenn hier ein Auto verschwindet, nicht, taucht das gleiche Auto wieder auf. In City Skylines tauchen irgendwelche Autos auf. Das ist ja auch random. Also an einem Tag hat er ein blaues Auto, am nächsten Tag hat der nächste ein grünes Auto. Und dann ein schwarzes am dritten. Weil es einfach mit jedem Laden immer neu gewürfelt wird, gefühlt. Selbst die Kleidung wurde ja am Anfang immer neu gewürfelt bei denen. Ja. Also macht mir das hier schon, obwohl man lange warten muss, bis man was hat, ist der Erfolg, falls man was hat, größer als bei City Skylines. Wo man einfach nur setzt und das funktioniert zu 99%, außer man überbaut sich und ist dann wirklich instant pleite. Und selbst dann kannst du noch einen riesigen Vertrag aufnehmen und kannst das meistens noch retten. Wir verlieren Leute. Und wir kriegen immer mehr Kinder. Oder haben wir Leute zugewonnen? Nee, wir hatten 1200, wir haben 1400. Wir kriegen immer mehr Kinder. Und keinen Arbeitslosen immer noch. Wir können hier nochmal in die Statistiken gucken. Ja, Arbeiter bleibt immer gleich aktuell, nicht? Das hält sich hier. Ja, wir können mal gucken über alle Zeit. Also Babys gehen zurück, Kinder steigen massiv. Aber wir haben Geburtenraten, gehen zurück. Aber die Kinder werden gerade erwachsen, guckt. Bam. Die noch bei den Eltern leben. Das heißt, wir haben zu wenig Wohnung, das ist das Problem. Arbeiter im produktiven Alter, buff, geht aber hoch. Produktivität 104%, das ist sehr gut. So, was auch gut ist, ist die nächste Folge. Ich würde sagen, oh, wir planen das ein und bauen dann das neue Viertel auf. Bis gleich.